Schlecht gedämmte Fenster und Türen führen zu Wärmeverlust und hohen Heizkosten. Auch dieses Haus in Seekirchen bedarf einer dringenden Sanierung. Ich wohne jetzt 33 Jahre da in Seekirchen, in dem Reihenhaus mit meiner Familie. Inzwischen sind die Kinder erwachsen und ausgezogen. Und natürlich fallen jetzt Sachen an im Laufe der Jahre. Speziell die Fenster sind jetzt schon auf der Wetterseite kaputt und ein bisschen Luftzug spürt man auch, wenn der Sturm geht. Also es gehört dringend saniert. Und deswegen mache ich jetzt einen Energieausweis, damit ich die Förderung vom Land auch in Anspruch nehmen kann. Das ist jetzt mein Ziel momentan, zu schauen, wie ich das finanzieren kann und wie das, ja, wie sich das entwickelt. Bei den Förderungen vom Land Salzburg bezüglich Fenstertausch gibt es seit dem Sommer eine Neuerung. Die Förderrichtsätze haben sich geändert, die sind erhöht und angepasst worden. Das Ganze hat sich jetzt am 1. August abgespielt. Und vorher hat man zum Beispiel bei einer Einzelmaßnahme, so wie es hier ist, also nur Fenstertausch, 15% bekommen, jetzt bekommt man 20% und der Fördersatz hat sich auch geändert von maximal, also bis zu 400 Euro, jetzt sind es bis zu 600 Euro und davon eben dieser Prozentsatz, der neue von 20%. Familie Nemetz-Fiedler will alle 19 Fenster im Haus tauschen lassen. Damit sie die Förderung in Anspruch nehmen können, benötigen sie erst einen Planungsenergieausweis. Dabei hilft ihnen Energieberater Gerhard Melun von der Energieberatung der Salzburg AG. Also ich vergleiche das hier befindliche Gebäude mit den Plänen und messe alles sozusagen aus, Fenster vermesse ich natürlich, Raumhägen, bestimme den Aufbau der Wände, der Dachdecken, erliegenden Fußboden und so weiter. Schau, was ist bei einem Haus beheizt, was ist unbeheizt, weil unbeheizte Gebäudeteile fließen in die Berechnung nicht hinein. Die Fensterqualität hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, vor allem beim Glas und beim Rahmen natürlich auch. Natürlich die Heizkosten sinken, die Wohnqualität steigt, weil die Oberflächentemperatur an der Glasscheibe innen natürlich wesentlich wärmer ist wie bei den alten Fenstern. Da hat man natürlich nicht nur die Zugerscheinungen, sondern auch Abstrahlung, kalte Abstrahlung sozusagen in den Raum. Den Planungsenergieausweis bekommen die Kunden vorab als PDF zugeschickt. Dieser wird auf einer speziellen Plattform hochgeladen. Anschließend kann der Kunde mit der Sanierung beginnen. Wenn die Sanierung fertiggestellt ist, meldet er sich wieder. Der Energieausweisberechner kommt dann wieder vor Ort, schaut sich das an, bestimmt die Fensterqualität sozusagen, die neue, und tut den alten Bestandsenergieausweis auf den neuen Ist-Zustand adaptieren. Alle Informationen zum Energieausweis und den Förderungen finden Sie auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.